Hallo und herzlich willkommen bei der www.kiwimusakademie.de. Hallo Rainer. Moin Dennis. Heute geht es um einen schönen Titel und zwar Smoke Get in Your Eyes. Genau, richtig. Ein Wunsch von Manfred. Manfred, hallo Manfred. Genau. Schöne Idee. Er hat nämlich die Sorge oder das Problem, dass er gerne in C-Dur spielen würde. Und blöderweise gibt es in dem Stück eine Modulation, wenn man denn tatsächlich C-Dur zugrunde legt als Grundtonart. Zwischendurch geht es nach As-Dur. Oh. Wollen wir erstmal spielen den Song? Nee, so ein bisschen noch dazu. Okay. Die zweite Schwierigkeit ist die, dass das Originalstück in S-Dur ist. Also habe ich das so vorbereitet, dass wir einmal eine S-Dur-Tonleiter haben, also eine S-Dur-Transponierung. Mhm. Und dann von S-Dur aus gesehen, wären wir dann sogar in H-Dur unterwegs. Dann haben wir natürlich so wirklich viele Vorzeichen. Und das wollte er gerne, wenn es geht, vermeiden. Und das zeigen wir dann mal, wie es geht. Okay. Aber hören wollen wir es mal. Wir fangen mal an zu spielen. Ist er wieder. Hey. Schönes Lied. Schönes das Lied. Erste Mal, dass ich ein Fade-Out verwendet habe. In deinem Leben. Aber noch nie gemacht. Okay. Ich dachte, das braucht kein Mensch. Aber ich dachte, bei dem Stück passt das irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, aber geht. So, das Problem war, drei Registrierungen gibt es. Und die erste sorgt dafür, nochmal zur Erinnerung, es geht ja um die Transponierung, dass wir quasi es schaffen, ein Stück, das ursprünglich in S-Dur steht, also mit drei Bs, in C-Dur zu spielen. Mhm. Und damit wir in C-Dur spielen können, und es soll auch so klingen wie S-Dur, haben wir eben eingestellt plus 3. Ja. Also Transponierung, wir gehen mal rein, Direct Access drücken wir, danach Transpose plus und dann steht jetzt hier der Master auf 3 und transponiert alles mit, was er hat. Also wir spielen C-Dur, es klingt aber S-Dur. Jetzt gibt es aber die Schwierigkeit, dass mitten im Stück tatsächlich die Transponierung noch einmal geändert wird auf As-Dur. Und das können wir dann eben ändern, indem wir eine Registrierung vorbereiten, die steht dann eben auf minus 1. Denn wir müssen ja von der Originaltonart ausgehen, die ja in S-Dur steht. Und wir landen dann quasi in H-Dur. Mhm. Und das bedeutet eben von C-Dur aus gesehen auf H minus 1. Und dann können wir tatsächlich auch diese Verbindung schaffen, wenn wir nochmal in Erinnerung rufen, wie der Übergang war. Da haben wir dann einmal dieses C-Dur, F-Dur und dann kommt jetzt direkt an dieser Stelle die Transponierung und im Original, bezogen auf C-Dur, wäre es dann über S
nach Ass. Ja. Also diese Zwischendominante. Das, das macht man ganz oft, ne? Ja, genau. Das ist so eine Mediante, ne? Von C nach S springen. Mhm. Und von da, also mit einem Septakkord, ne? Und dann zieht der nach Astur hin. Mediante, Septakkord, wenn ihr wissen wollt, was das alles ist, bald, in ein paar Tagen kommt unser Theorie-Workshop. Ja, oh. Genau. Da geht es auch um ganz andere Sachen noch, genau. Aber hier eben nochmal zur Erklärung jetzt, was ich jetzt gerade gespielt habe, damit das eben auch so klingt wie im Original, dann war das erste eben tatsächlich jetzt C-Dur, Übergang, F-Dur. So, und jetzt kommt die Transponierung minus 1. Ich drücke G-Dur wieder und bin wieder in C-Dur. Ja, schlau. Klingt aber, als wenn ich spielen würde. Über die Mediante dann zu der. Zu Astur eben, ja. Ne? Genau, richtig, genau. Ja, und dann wieder. Jetzt ist es natürlich dann schwierig, weil, du hast ja gerade gesehen, es geht ja dann im Stück dann wieder die Rolle rückwärts, nicht? Also, dann kommt hier ja irgendwann die Modulation zurück, ja, zur Ursprungstonart. Und dann muss man tatsächlich natürlich auch so ein paar Akkorde spielen. In dem Fall E-Dur und H-Dur. Also H7. Aber das lässt sich ja verkraften. Auf jeden Fall. Also ein E-Dur, wenn man C-Dur spielen kann. Oder E-Moll. Nicht? Und einfach die Moll-Terz haben wir hier. Und dann drücken wir einfach die Dur-Terz. Und schon ist E-Dur fertig. Wir können das immer schön kontrollieren hier. E steht hier. Und wir brauchen noch ein H7. Und wieder so, wenn man schon in dieser Lage spielt. B7 muss dann rauskommen. Internationale Schreibweise für H im Deutschen. Und dann sind wir gut unterwegs. Und diese vorbereiteten Registrierungen, die bieten sich natürlich an, um das nicht irgendwie alles noch live machen zu müssen. Ja. Ich muss da immer Kopfkino, da muss ich also eigentlich den Verstand abschalten, weil ich höre immer die Harmonien und dann ist das immer schwierig, das zu drücken, was gar nicht klingt. Ja. Wenn man in C-Dur kontinuierlich spielt, dann ist das kein Problem. Aber die Modulation hört man ja im Kopf auch. Und dann weiß man, es klingt jetzt S, aber du musst jetzt den Übergang wieder mit G spielen. Nicht? Ja. Aber so kann man es relativ einfach hinbekommen. Und das ist auch mal ein Stück, was mal wirklich richtig langsam ist. Nicht? Also ich habe jetzt hier Viertel gleich 56. Ja. Wir haben jetzt hier ausgewählt den 90er Pop Ballad aus dem Pop-Bereich. Hier, nicht? Zweite Seite. Ja. Also dazu joggen wäre jetzt nicht so gut oder arbeiten, ne? Du warst letztens im Garten, da hast du bestimmt das Lied gehört. Aber hättest du dann alles gehört, hättest du Helene Fischer gehört, wäre der Garten schon fertig. Bin aber fertig geworden. So. Also kann es das nicht gewesen sein. Nee, stimmt. Also, Style, der ist sogar noch ein bisschen langsamer geworden. Im Original ist der ein bisschen schneller, glaube ich. Nö. Das ist ziemlich im I Original. Da habe ich nichts. Ja, ich habe nichts gemacht. Das ist alles so wie im Original auch. Ja. Klangfarben nochmal eben gerade. Das schöne Saxophon. Ja, warte, ich mach da mal. So. Das Tenor-Sax. Mhm. Ich wollte erst das Smooth-Tenor, das mag ich eigentlich auch natürlich gerne. Aber das knackt natürlich ein bisschen weiter. Wenn es ein bisschen lauter wird, kann man da ein bisschen Gas geben. Ich habe die Lautstärke ein bisschen reduziert auf 90. Mhm. Ich finde, das harmoniert dann besser mit dem Style. Und dann oben noch ein bisschen Tüdelüt, nicht? Auf Ride 3, Ballad Comp, ein Split eingestellt für Ride 3. Einmal schauen, Direct Access, zack, ACMP. Und dann sehen wir hier, der Teilungspunkt für Ride 3, also für diesen Part, um den es hier geht, steht bei C5. Ja. Begleitung, Style, Fis 2, jeweils ganz normal, nichts geändert, aber eben dieser Abschnitt nochmal, um da oben noch ein bisschen spielen zu können. Das heißt, mit dem Saxophon kann ich an der Stelle dann bis zum A. Ja. Was habe ich da eingestellt? C, achso, ja, C, genau. Ja. Oder ich noch ein paar Noten mehr mitspielen können. Okay, was war noch? Fade Out, ist klar. Ich habe jetzt dafür mal tatsächlich diese im Genos 2 ja neu vorhandenen Assignable-Tasten 1, 2, 3 benutzt. Direct Access, zack, Taste 1. Und dann steht hier Fade Out, findet man in der Kategorie Style auf der Seite 4 von 5. Fade In, Out. Und dann kann man hier auf Knopfdruck das nochmal wegdrücken, nicht? Genau. Gut. Was war sonst noch? Irgendwas war. Bei dem Style fiel mir auf, der gibt unglaublich Gas, wenn man umschaltet von der ersten Variante, hier, ersten, oder Main A, umschaltet um auf CD, dann wird er echt laut. Und ich habe das ein bisschen angepasst, ja, so bei 3 habe ich den Style ein bisschen leiser gemacht, damit die Klangfarben nicht ganz untergehen, nicht? Das Saxophon da an der Stelle 4 Punkte lauter gemacht,
damit das Verhältnis so ein bisschen besser passt da, nicht, an der Stelle. Meiner Meinung nach. Also ja, das ist ja alles Geschmackssache immer. Aber ich glaube, sonst ist, wie gesagt, der Style läuft durch. Instrument auch, so ein bisschen Echo noch draufgegeben, ob das ist marginal. Ja. Okay. Ich starte jetzt mal eine Umfrage, und zwar möchte ich gerne eure Lieblingslieder mal wissen. Und zwar schreibt doch mal bitte unter dem Video, was sind eure absoluten Lieblingslieder im Sinne des Keyboard-Spielens? Ja. Ne? Also weil Rainer hört ja zum Beispiel Trash-Metal, wenn er im Keller ist, und das kann man ja mit dem Keyboard nicht so ganz gut spielen. Ich glaube nicht. Aber vielleicht habt ihr so Sachen, wo ihr sagt, Mensch, das finde ich toll, das habe ich immer schon geliebt auf dem Keyboard. Ich habe auch so 2, 3, 4, 5, wo ich sage, Mensch, das spiele ich immer wieder gerne. Also ich bin ja immer gerne James Last, spiele ich gerne. Und dann, da gibt es so Games at Lovers Plays, irgendwie sowas. Wie heißt das genau? Und das finde ich halt toll. Und das möchte ich mal von euch wissen. Also was ist euer Lieblingslied, egal ob es langsam oder schnell ist, oder Orgel oder alt oder komplett neu, oder? Ich fand, das war ein toller Aufhänger. Ja, genau. Ich habe den Titel gelesen und denke, was ist das denn? Kannte ich nicht. Und das Lied aber in der Melodie kennt das jeder. Ja, dann habe ich es natürlich schon gehört. So. Tolle Tischmusik, finde ich. Also kann man toll einfach zur Unterhaltung spielen. Ja, genau. Gibt es heutzutage noch Tischmusik? Ja, das fühlt mich gerade so raus. Als wir beide noch Musik machten. Ja, Hochzeit rauf und runter. Natürlich, runter. Tischmusik. Ja, ich spiele mal Unterhaltungsmusik. Ne? Ja. Einfach die nicht Musik, die nicht so auf die Nerven geht. Und dann kam immer der Suppenmarsch. Ja. Hör auf. Hat Spaß gemacht. Aber wieder, bitte alle, die das Video sehen, einfach runterschreiben. Englisch, Deutsch, das ist völlig egal. Jede Sprache, jede Stilistik ist sehr gewünscht. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell in den Garten, weil viele Hände, schnelles Ende. Und mit einem anderen Style, oder? Mit einem anderen Style, genau. Ja. Bis dann, sagen wir, das ist noch Rainer von der www.kiel-akademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.